Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute müssen wir mal etwas aufdecken, Leute. Ja, so sieht's aus. Und da ist natürlich der Walle auch am Start. Was geht, Leute? Und zwar geht es um die Franzosen. Und da sind uns einige Sachen aufgefallen. Und ich würde sagen, wir fangen mal gleich mit der größten Sache an eigentlich. Und zwar geht es um... Hau mal jetzt raus. Ja, ich hau raus, Leute. Es geht um die Wahrzeichen, wenn ihr ins zweite Zeitalter aget. Wie ihr wisst, kann man, wenn man ins zweite Zeitalter aget, einmal mit der Kavallerieschule agen oder mit der Handelskammer. Kavallerieschule, alles fein, aber wir müssen heute über die Handelskammer reden. Und ich würde sagen, du droppst jetzt einfach mal den dicken Fisch. Ja, Sherlock hat berechnet, Leute, die Handelskammer ist ein Scheißdreck. Und zwar das Ding ist wirklich nur ein stinknormaler Marktplatz. Wir haben das Ganze mehrfach gegengecheckt, auch im Stream. Da könnt ihr natürlich mal gerne vorbeischauen. Die Sache ist die, wenn man das Teil baut, steht dort, dass man 30% mehr Rohstoffe bekommt durch das Handeln eben an diesem Marktplatz bzw. auch an Häfen. Fakt ist, das funktioniert weder als Marktplatz, dass da irgendwie 30% mehr ankommen an Rohstoffen, weder mit Schiffen noch irgendwie beim Traden irgendein Vorteil. Also es ist wirklich ein ganz normaler Market. Und das, Leute, wollen wir euch nicht vorenthalten und deswegen dieses Video und auch der Hinweis dazu, also das Ding bringt rein gar nichts. Genau, das heißt, wenn ihr mit diesem Ding aged, was wir am Anfang richtig oft gemacht haben, wir sind richtig oft mit dem Ding geaged ins zweite, weil wir dachten, oh Digga, 30% ist schon viel, was ja auch echt viel ist. Und dann haben wir irgendwann mal gesehen, der bringt ja nichts. Das heißt, ihr würdet mit dem, wenn ihr damit aged, einfach nur mit einem normalen Marktplatz agen, was natürlich extrem schlecht ist. Deswegen damit aktuell nicht agen, bis sie das gefixt haben. Wir wissen noch nicht mal, ob die das mitbekommen haben. Wir haben nur einen Forumbeitrag dazu gefunden, der hat, glaube ich, auch nicht viele Leute haben das gesehen, also ich glaube, das wird sich noch eine Weile ziehen, bis das gefixt wurde und dementsprechend würde ich sagen, lass die Finger von dem Ding. Aber das war nicht das Einzige, was wir gefunden haben, denn es geht noch weiter. Ja, der nächste Punkt, der uns aufgefallen ist, ist halt, dass wenn man auf diese, ja, auf diesen Reiter dort geht, im Hauptmenü auf Lernen und dann dort bei den Franzosen schaut, dort sind dann sozusagen die Special-Sachen von jeder Nation nochmal aufgeschrieben und dort gibt es halt einen Punkt, da steht, dass die Wirtschaftstechniken weniger kosten. Das ist auch falsch, das ist einfach nicht im Spiel drin, beziehungsweise teilweise wurde es auch wahrscheinlich schlecht übersetzt. Das geht dann auch aus den Entwicklungen hervor in der Schmiede. Dort ist die erste Entwicklung für den Nahkampf-Resistance, also helf mir doch mal, Mann. Nahkampfverteidigung meinst du jetzt? Ja, genau, also Schutz, Panzerung halt. Ist quasi bei den Franzosen kostenlos. Steht dort. Die Sache ist nur die, dass die nicht kostenlos ist, sondern die ist halt direkt am Anfang schon gemacht. Also es ist ein kleiner Unterschied so in der Übersetzung. Da ist uns eigentlich erstmal aufgefallen, da könnte irgendwas nicht stimmen bei der Nation. Und der zweite große Punkt, der dann nicht gestimmt hat, war in der Burg bei der Verpflichtungsprämien. Das ist eine Entwicklung, weil um die Burg rum, ach, scheiß drauf, kannst du ja eigentlich auch erzählen, oder? Ja, also genau, wie du schon meintest, es gibt eine Entwicklung in der Burg, die heißt Verpflichtungsprämien und die soll anscheinend den Einfluss der Einheiten, also die Burg hat einen Einfluss und in diesem Einfluss soll es die Kosten nochmal, wenn ihr dort irgendwelche Kasernen oder Ställe baut, nochmal die Kosten um 10% senken. Und wir dachten, ja gut, okay, ist es jetzt wirklich so? Haben es natürlich gecheckt, ist nicht so. Wir dachten vielleicht, ja, da ist ein Übersetzungsfehler drin und haben dann noch andere Sachen gecheckt, ob vielleicht der Radius damit gemeint ist, dass der Radius sich erweitert oder so und war alles nicht der Fall. Also diese Entwicklung bringt rein gar nichts aktuell, außer dass sie halt ein paar Rohstoffe ausgibt. Genau, also es ist quasi so eine Burg, ganz normal, baut man hin, hat einen Radius, baut man dort nur Schießstände oder Ställe, also ich glaube in einer Kaserne funktioniert es nicht, aber Schießstände und Ställe, dort werden dann die Einheiten um 25% günstiger, wenn die um eine Burg rum platziert werden. Ja. Das ist natürlich cool bei Franzosen, macht auch irgendwie Sinn und ist halt nice, aber die Entwicklung, die man da halt verbessern kann, wirkt gar nicht und ja, genau. Das ist quasi das, was uns aufgefallen ist und wollten wir euch nicht vorenthalten, deswegen, ja. Genau, Leute. Und das war's eigentlich auch schon. Also wir haben jetzt ein paar Bugs entdeckt bei einem Volk. Und das ist uns auch eigentlich nur aufgefallen, weil du dich ja gerade an den Völkerguide so rangesetzt hast bei den Franzosen. Und da ist halt eine Sache aufgefallen. Da haben wir gedacht, na gut, dann gucken wir mal, was die anderen Sachen noch so, was da noch so ist. Und ich glaube, es gibt noch einige Sachen bei den Völkern, die noch gar nicht entdeckt wurden, wo Sachen drinstehen, die gar nicht funktionieren oder so. Das heißt, gerne mal, wenn ihr jetzt ein Volk immer spielt und ihr
aged immer mit einem Wahrzeichen oder so. Gerne mal checken, ob das wirklich so funktioniert, wie das da in der Beschreibung steht. Und vielleicht können wir so Bugs schneller entdecken und natürlich auch fixen lassen. Und dementsprechend würde ich sagen, war es auch schon wieder mit diesem Video eigentlich? Oder hast du noch was zu sagen? Nö, habe ich nicht. Also wir würden uns freuen, wenn ihr alles dazu reinschreibt in die Kommentare, was ihr dazu wisst. Aber ansonsten, ja. Ach so, ja, guckt im Stream vorbei. Habe ich das vorhin gesagt eigentlich? Ja, hast du schon gesagt. Hast schon Werbung gemacht, mein Freund. Also ihr müsst im Stream vorbeigucken. Genau, guckt im Stream vorbei. Wir streamen regelmäßig und jetzt jeden Mittwoch fix. Und dann natürlich noch, wenn wir mal so können, schreiben wir dann meistens auch nochmal auf Discord oder auf YouTube. Deswegen würde ich sagen, wollen wir euch gar nicht weiter nerven. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zocken und ich würde sagen, bis dahin, macht's besser, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.